So, meine Lieben, wir gehen zu den Gelehrten. Der kriegt eine random Fähigkeit mit seiner Fähigkeit. Drei Items. Wir gehen natürlich für den epischen Gegenstand. Dann gehen wir mit ihm zu spiegeln, erhalte 20 Gold. Nee, das ist Selbstmord. Am Ende der Stufe lösen sie die Anfangs. Nee. Doppelt so viel Silbermünzen auf jeden Fall. Und wir gehen noch für... Das hätte ich gerne, Blütenblätter. Die Umwandlung kostet eine Silbermünze weniger. Beginne das Spiel mit 3 Goldmünzen, nehmen wir mal. Komm. Das wird schon gut gehen mit dem, hoffe ich doch mal. Ach, was war das? Dungeon Meister erscheint Einwurf später. Yay. Fängt ja gut an. So, der Gelehrte hat natürlich Armor. Finde ich ein bisschen komisch, aber von mir aus. Ja, ich krieg mal wieder Schmutz. 3, 4, jetzt hoffen wir mal auf die 5. Danke. So. Ciao. Ist schon mal gut. Machen wir mal eine 5 Grad rein. Ich finde es ein bisschen teuer für die Wendefähigkeit, weil... Ne? Findet ihr nicht? Schon teuer. 2,5. So, 4. Die 6 können wir eigentlich auch schon rein. Natürlich kriege ich wieder eine 4 und eine 6. Wäre auch fair, wenn nicht. 5, 1. 2, 3 bitte. Komm, probieren wir es mal aus. Ein ausgewählter Exakt-Slot wird zufällig angeordnet. Ja, von mir aus. War cool. Aber das war trotzdem die Fähigkeit nicht wert. Das war von dem komischen Gaukler-Dinger da. Oh Gott, wir haben nur Müll. Wir können niemanden finishen. Das tut so weh jetzt gleich. Bewahren wir auf. Wir kriegen nur Müll. Müssen Schadensbegrenzung betreiben. Danke. 6 Armor unbedingt. So, okay, jetzt können wir chillen. Jetzt können wir ein bisschen chillen. Und der Typ kommt schon gleich. Also nein, doch nicht. Bewahren wir auf gleich. Ist sowieso. Bitte eine 5, bitte eine 5. Danke. Oh. So, Begleiter. Mehr Ladenbesitzerin. Wird kein Weg dran vorbei. Jeder Phasenbeginn. Vervollständige einen zufälligen Würfelslot für die Fähigkeit deines Helden. Finde ich ganz gut eigentlich. Die Flöte sowieso. Wenn ein Feind deinen Helden angreift, erhält er Silbermünze. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Es skaliert übers Late. Wenn eine Fähigkeit verwendet wird, heile den Begleiter um 1, sowieso gut. In der Phase beginnen, heile den Begleiter um 2, geil. Okay. Wir haben einen guten Heal für sie. So. Ihn mach mal weg. Und ihn auch. Sechs Armor. Mach mal rein. So, wir gehen erstmal für die Ladenbesitzerin. Was war das nochmal? Wenn der Begleiter Schaden nimmt, heile den Helden um 2. Sehr schön. Das ist super jetzt. Was kriegen wir? Wähle ein Bewegung im Würfelslot und vervollständige ihn.
Das können wir nachher noch machen. Von wem ist das nochmal? Die Krone, das war der King, gell? Geil. Und er kriegt die Armor. So, da nochmal eine Armor. Eins, die vier machen wir hier rein. Sechs, vier, eins bewalten wir hier. Ich will eh nichts mit anfangen. War gerade wasted. Ein Würfel, sehr gut. Wir haben acht Münzen, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das wäre Verschwendung. Wir hätten ihn finishen können. 5, 3. Die 1 kann schon mal da rein. So. Wir haben immer noch keine 5 bekommen, weil das Spiel mich hasst. Da ist die Herzform. Nee, ich will nicht, dass ich... Gehe lieber auf Nummer sicher. Dann kacke ich dieses Mal auf die Goldmünze und gehe lieber, dass ich auf Nummer sicher. Finde ich alles kacke, ehrlich gesagt. Ich fühle wohl. Eile deinen Begleiter um 3, mach die Fähigkeit des Begleiters verfügbar. Das ist so Anwurf. Das finde ich gut. So, da haben wir den Schleim. Das heißt, wir können gleich... Mit dem Schleim ging das, gell? Man konnte mit dem Schleim die... Ne? Was haben wir hier? Todesschuss. Wähle einen Gegner aus und erlege ihn. Erhalte einen Wurf weniger beim nächsten Wurf. Geil. So. Goldmünze. Damage geringer halten. Ich glaube, wir nutzen es gleich wieder aus. Das hat es mit dem blauen Würfel, ja. So. Vervollständige Hinzufügung, verbrenne alle nicht platzierten Würfel. Das war der Kack. Da ist der Dungeon Meister, ihn finishen wir. Er wird weg und jetzt haben wir freie Fahrt. Frage ist, was machen wir jetzt? Ich kann einfach mal durchwürfeln, theoretisch. Auf ein paar rote hoffen. Unsere Ladenbesitzerin sterben lassen, wenn wir keine roten kriegen. Hä? Wollen die mich schon wieder verarschen? Ach, ich kann ja gar nicht wegen dem Shield. Upsi. Gar nicht mehr dran gedacht. Egal, unser Gelehrter hat super viel HP. Alles gut. Das war so dumm. Oh mein Gott, ich bin manchmal so ein... Ja, verdient. Und wir haben nur mit Schmutz, gell. Das ist super nervig schon wieder. Gut, dass sie mich vogelsten gerade. Und ich krieg halt auch nur Schmutz wieder. Es ist lächerlich. Natürlich, sie stirbt. Ich bin mad. Ciao, ciao, ciao. Da machen wir alles rein. Die 5 hoffentlich gleich. Danke. So, können wir hier finishen. Danke, tschüss. Ich bin jetzt mad. Also es war auch so unnötig alles. Würfel deinen Gesamtschuss fallen. Was würfelt ihr auf Gesang? Ja, nehmen wir mit. Plus ein Würfel für den ersten Wurf, nehmen wir mit.
Vervollständigen in jeder Phase einen zufälligen Slot. Nehmen wir mit. Wenn der Begleiter Schaden nimmt, hat er einen Held nur 2. Brauchen wir gerade nicht. Wir haben nicht mal einen Begleiter. Ich bin mad. Der Gelehrte ist komisch. Ich finde das alles nicht so geil von dem. So, Gold haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine 3. Schau. Wechseln wir bald mal auf. Und was kriegen wir? Alter, ein zufälliger Gegenstand. Geil. Vorhersehen Würfelslot für die Fähigkeit des Helden. Alle 5 Würfe. Das ist ganz cool. Das heißt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das geht dann automatisch. Das gefällt mir gut. Entfalte Droge. Ach, das war die. Ah, nee, das ist jemand anders. Da brauchen wir doppelt was. Kann sie aber auch nicht so oft machen. So. So, das war's schon mit deinen Dingern. Kann der Dungeon Meister eigentlich spawnen, wenn das so voll ist? Frag für einen Freund. Test nur. Ja, lol, der kommt dann da drüber, okay. Vervollständige einen gewählten Totalslot. Nö. Beginn der Lasenphase. Erhalte eine Goldmünze. Es lohnt sich nicht mehr. Nee. Komm, gib mir einen Gegenstand, den ich brauchen kann. Scheiß Gutschein. Ja, komm, nehmen wir noch die Ohrringe mit. Oh, wir kriegen echt nur Schmutz und wir haben keinen Begleiter und ich bin mad deswegen. Ciao. Du kommst weg und du kriegst die 1. Kriegst auch. Ciao. 1. Wie viele Münzen wir gerade bekommen haben? Was? Zwei, drei, fünf. Zwei, drei. Die 1 hätten wir aufbewahren sollen. Egal, 5. Wir würfeln nochmal für eine 5. Danke. Wow. Schön. Wähle einen Gegner aus und reduziere seinen Angriff auf 1. Yay. Vielleicht für nächste Runde. Vielleicht können wir das gebrauchen. Fülle einen zufälligen Feindwürfelschlitz auf. Wir nehmen den Typ mit dem Doppelgold. Let's go. Der erste gefaltete Feind entfaltet sich wieder nach Phasenende. Erhalte 5 Silber. Rote Würfel. Nee. Da gehen wir nachher drauf. Das wird rasieren, ich sag's euch. Wenn die Fähigkeit verwendet wird, heile einen Helden um 1. Das bringt uns gerade gar nichts. Wir sparen. Er wird uns Kevin. So. Aber natürlich kriegen wir auch jetzt keinen, wie immer. Keine 5, wollte ich sagen. So, 5. Und jetzt noch die Geraden. Ich will hier noch ein bisschen auf. Erhalte einen gewöhnlichen Begleiter.
Dann kann ich doch mein Geld mit ihm verdoppeln und dann kann der weg. Ist gar nicht so bad. Danke. Ciao. Schön. Schön, eigentlich. War okay. Jetzt haben wir doppeltes Gold bekommen und einen anderen Begleiter. War nicht gut. So. Wähle einen Gegner aus und erledige ihn. Unterhalte einen Würfelwurf beim Jakob. Wir machen ihn weg. Und dann gehen wir hierfür. Sechs, vier. Ups. Zwei. Ciao. Wurde der geändert? War das schon immer nur die 5? So, wir haben 20 Gold, sehr schön. Ja, nehmen wir mit, komm. Plus 1 ist da immer gut. Heile jede Runde um 1, das ist auch gut. Wie wohl? Blaue Würfel plus 10%. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Den Rest sparen wir. So, 6, 3, 5, 5. Ciao. Eigentlich. Ja, wir machen. Ihn können wir wenigstens wegmachen, den anderen nicht. Zwei. Was kriegen wir hier? Oh. Andere Begleiter, vielleicht besser als der Fischer. Sechs, fünf. Jetzt hätte ich gern nochmal den Goldtypen, aber ich weiß nicht, ist es ein gewöhnlicher Begleiter? Komm, YOLO. Die ist ganz cool. Was war das nochmal? Wähle einen Feind, bringe seinen Angriff um 5. Der dunkle Priester muss sofort weg. Viel zu viel Leben. Schaden. Ciao, eigentlich er auch. Der hat auch viel zu viel Schaden. Aber wenn er deinen Helden angreift, zerbricht er das Schild. Ja, schön. Zack. Du gibst Ruhe. Hier die 3. Da die 6. Was kriegen wir? Ja, von mir aus. Ciao. Haben wir. Heile deinen Helden und Begleiter um 10. Heile deinen Helden um 3. Wenn du in einer Vergangenheit nehmen. Nee, ist alles nicht so geil. Sehr geil. Ja, von mir aus gibt mir halt den Scheiß. Falte deinen Begleiter und erhalte 3 Goldmünzen. Wir kriegen jetzt eh einen 9. Tschüss. Ist. Schön. Immer wenn du nur ein ungefalteter Feind existiert. Nee, die Chance auf blaue Würfel. Ja, von mir aus. Den Rest sparen wir. Da ist der Typ mit der Doppelgoldmütze. Den nehmen wir gerade nochmal mit. Schön. Eins, eins. Der kriegt ja noch eine Flamme, gell? Ja, stimmt. Der mit runter, der verdoppelt seinen Angriff. Der muss eigentlich sofort weg.
Kriegen wir für eine Fähigkeit? Vervollständige einen zufälligen Würfelslot eines gewählten Feindes. Ja, komm. Ciao. Sechs. Tschüss. Zwei da rein. Erledige einen Zufall der Gegnerkarte, nimm 4 Schaden. Ja, komm. So, Doppel. Ciao. Oh Gott, die 3 hätten wir gebraucht. Das war so dumm. Unkonzentriert aktuell. Ganz schlimm. Ganz schlimm mit mir. Alter, eine zufällige Fähigkeit im verfügbaren Zustand. Hä? Was habe ich gerade gemacht? Was war diese komische Flamme? Aber noch nicht. Die ist zwar jetzt schon ready, aber ich will sie noch nicht nutzen. Machen das nächste Runde. Und dann ist der... Er sei eh nutzlos. Danach. Tschüss, tschüss. Unter 4, über 4. Ah, schon mal eine 1. So viel Gold. Der wird richtig nice schon wieder sein. So. Erst verreckt, bevor ich die Fähigkeit nutzen konnte, weil ich so ein Lappen bin. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Das war buggy. Das war buggy. Ah, schade, dass das Game so buggy ist. Ah, schade echt. Und schade, dass die Fähigkeit nicht mehr ab ist. Toll. Was kriegen wir? 2 neue Würfel werfen. Geil. So, tschüss. 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 So. Der ist schon wieder fast tot. In dem Fall. Danke fürs Gold. Jetzt kann es verrecken. Ja, natürlich stirbt er jetzt nicht. Habt ihr gesehen, das war buggy, also konnte ich nichts. Ich musste neu starten. Das war unlucky, aber so ist es manchmal. Bringe alle zum Schweigen. Boah, 60 Gold, das geht jetzt eine Weile. Ja, sobald. Nehmen wir mit. Immer nur beim Kauf, halt eine Goldmünze, 4 oder mehr, ja, jeder gerne heile, von mir aus. Plus ein Würfel, sehr geil. Was ist das denn? Wenn du Schild erhältst, verdoppelt die Menge. Ach so, das, okay. Ach, erhalte Silbermünze entsprechend deines Schildes. Plus eine Silbermünze. Ja, das ist eigentlich alles nutzlos, wir sind eh am Ende. Ja. Beim ersten Einsatz der Heilfähigkeit in einer Phase begleitete Fähigkeit wird sofort verfügbar. Schön. So, wir gehen zum Boss. Was ist das? Bei Angriffen Gesamtzahl des sonst zu dominierenden Angriff erhöhen. Ah ja, das war die. Oh.
Art Game. Drei neue Items. So, besiege einen Boss mit dem Gelehrten. Haben wir geschafft. Drei neue Items. Asche des alten Königs. Zu Spielbeginn verdoppeln Sie die Gesundheit Ihres Helden. Das ist OP. Dramamaske. Ihr Held ist während der ersten 10 Züge geschützt. Sirenenzunge. Beginnen Sie das Spiel mit 4, 5, 6 Würfen in Ihrem Würfelbeutel. Das ist auch sehr nice. Zurück nach Hause. So, Leute, wir haben zwar noch nicht alle Gegenstände, Amulette. Egal. Wir haben fast alle. Der Heilige Gral fehlt noch. Also ein paar fehlen noch, ein paar legendäre fehlen noch. Ah, fast alle. Feinde haben wir, glaube ich, alle gesehen, die es gibt. Ja. Bosse, glaube ich, auch. Der Held wird seinen Schaden um 2 Runden. Beim Entfalten entfaltet sich als antiker Held. Ach, das war der. Die Hydra war auch nervig. Ja, aber das war's fürs Erste, würde ich sagen. Wir haben jetzt alle Hivos durch. Und jetzt müssten wir noch aufs Update. Klar, könnte ich jetzt alle auf Hard machen, so wie die. Schwere Modus. Hier könnte ich jetzt auch Extrem machen, gell, ja. Warnung, extreme Schwierigkeit. Der Extremus hat die Schwierigkeit von Dark Souls. Ja, genau. Und wird's... Sie zur Verzweiflung bringen, wenn sie nicht würdig sind. Sie werden hart bestraft, wenn sie nicht die optimalsten Züge machen. Im Extremmodus haben alle Helden 3 Schmuckblitze. Ah. Ja, jetzt zeigst du es mir jetzt jedes Mal an. Ja, tut's. Hört ihr natürlich alle jetzt noch auf, das ist aber zu extrem. Also ich kann den mal probieren, für so privat, aber ich glaube fürs Let's Play. Oh. Dark Souls war ja nicht wirklich so schwer. Das wird bestimmt anders schwer. Und ich bin nicht so gut. Ihr seht ja, wie viele Fehler ich mache. Da müsste ich ja voll nachdenken. Und daran bin ich nicht gut. Naja, wir sehen, was wir als Nächstes machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns hoffentlich immer im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich eine wundervolle Zeit. Und falls es euch gefällt das Game, dann kauft es euch. Es ist wirklich also für das Geld, es ist wirklich ein gutes Game. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.